Am Samstag kennt es ein grosses Badminton-Duell im Wallis bei den Walliser Meisterschaften. Bei den Herren das Duell Johann Freisinger gegen Marco Fuchs. Wir haben das schon gehabt, 2014, da hat der Johann Freisinger gewonnen. Johann, wie hast du den Match noch in Erinnerung? Ja, super. Wenn man als Sieger aus dem Platz geht, dann geht es sicher natürlich super. Also habe ich mich gut gefühlt. Habe ich alles gemacht, für den Sieg zu holen. Marco war nicht so ganz parat am Schluss für das Finale, aber meine Aufgabe habe ich gemacht, habe ich dann gewonnen. Es war ja einfacher, ich hatte einen guten Coach damals, meinen Vater. Und dann natürlich habe ich alles geben, für da den Titel zu holen. Ja. Ein Jahr später, das war es gerade anders, da hat Marco gewonnen, das Duell. Wie hast du diesen Match noch in Erinnerung? Ja, logisch, wenn die ganze Familie und alle Kollegen kommen, Kollegen, und du gewinnst, ist das ein super Gefühl. Wenn man weiss, was der andere versorgen kann und so weiter, kann man das sicher einstufen, dass das nicht ganz so schön ist für den anderen. Und ja, wie gesagt, das sind Sachen, die ich im Kopf habe und weiss, dass das wahrscheinlich das mal anders läuft. Jetzt könnte es wieder zu dem Duell kommen von den beiden besten Badmintonspielern im Wallis. Wie siehst du die Ausgangslage diesmal, Johann? Ja, sage ich, der Fuchs wird ganz sicher Gas geben. Also das ist, der kenne ich langsam. Aber ich tippe mal, in zwei Sätzen sollte Morgan gewinnen, in drei Sätzen gewinne ich. Und ich hoffe, es geht in drei Sätzen und am Schluss ein Freisinger-Sieg, ja. Natürlich, weil wir natürlich hören, was mit der Marco da zu der Ausgangslage? Mein Ziel ist einfach voll Gas zu geben und irgendwie den Match zu gewinnen. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich das will schaffen. Ich muss schon in ein rechtes Flow reinkommen und hoffe, dass er irgendwo vielleicht eben ein Problem bekommt. Sonst wird es brutal schwierig, aber im Leben müssen wir immer hoffen und glauben. Und sehen wir, ja, ich will sicher auch gewinnen, das ist sicher so. Marco, wie ist das, wenn man eben gegen einen Kollegen spielt, einen Freund spielt, Clubkamerad, ist schon ein bisschen speziell? Ja, wie er vorher gesagt hat, schon, das müssen wir ausblenden. Auf dem Feld ist jeder Mensch ein anderer Charakter. Da ist wirklich jeder ein anderer Typ und er stachelt mich eigentlich zu der Höchstleistung meistens an, sei das im Training oder sonst in anderen Sportarten. Wir vergleichen uns einfach gerne in allen Sachen und das ist sicher so ein Punkt, wieso dass man keinen Ball verloren gibt bis zum Schluss. Ja. Wie siehst du die Ausgangslage eben im mentalen Bereich, wenn man gegen den Marco spielt? Ja, da müssen wir umstellen, da müssen wir komplett im Feld reingehen und sagen, los, das ist jetzt der Gegner, jetzt gibst du Gas. Jetzt gehst du denen auf die Schnurli und dann mal schauen, wie das uns geht. Gell? Mein Vater hat gesagt, Johann, ganz einfach, Freisinger hat verloren das Jahr, aber sie sind sicher nicht der Zweite. Und darum kommen wir wahrscheinlich als Sieger am Samstag auf den Platz. Aha, zwei Freisinger-Niederlagen im gleichen Jahr, das ist nicht möglich. Das also eine gefährliche Ausgangslage, Marco. Ja, das denke ich mir auch fast leid. Ja. Wenn das so käme, müssten wir schon überlegen, was wir am Montag im Büro zusammen machen. Aber natürlich schön ist, dass es ein Duell könnte geben bei dem Finale, das gut ist für den Badmintonsport. Ja, das Erhoffen ist, dass wir das Niveau vielleicht noch höher können setzen als die letzten zwei Mal, wo wir beide grosse Probleme hatten im Finale. Schön, dass wir es dann ins Finale geschafft haben, aber wenn wir es nun mal ins Finale schaffen, was so sollte sein, dann hoffen wir schon, dass wir da wirklich nochmal den Zacken zulegen können, dass die Leute auch von einem oder anderen kommt, vielleicht auch Autogramm holen. Mal schauen. Also Werbung für den Badminton-Sport-Duell Freisinger-Fuchs. Genau. Also Werbung ist ganz sicher zwei riesen Männer, 1,90 m gross, hübsche Männer, also hoffentlich. Und kommt schauen, kommt vorbei. Wir freuen uns in Monte. Und es wird ganz sicher ein spannender Match mit zwei Topspielern. Und hoffentlich geht das so, ja.